ist ein Fakt. Wahrscheinlich mindestens 4. Ist das die erste Folie? Ja. Oh. Yes. Eigentlich frage ich mich, warum ich über sowas reden muss. Weil es offensichtlich. Jeder von euch war schon mal draußen, am Meer oder irgendwo und sieht das Blach. Auch wenn ihr irgendwo hinfliegt, ja, das Flugzeug fliegt nicht die ganze Zeit runter. Wenn ihr irgendwo hinfliegen würdet, so weit weg ist, müsst ihr die ganze Zeit runterfliegen. Es wird die ganze Zeit zu den, so ausheben in der Achterbahn oder so. Tut's nicht. Ist gemütlich. Gar nicht. Aber schauen wir uns da mal ein paar Fakten dazu an. Fakt 1. Zeitzonen sind eine Lüge. Die sind einfach nur, ich meine, habt ihr schon einmal, seid ihr schon mal wohin gereist und wisst das dann, wie wollt ihr das wissen? Ihr schaut auf die Uhr oder auf euer Handy und das macht das alles von selbst? Das ist Blödsinn. Da plötzlich ist das Internet, da, irgendwer kennt sich da aus, der kann das sicher erklären. Das ist alles Fake. Das ist einfach nur damit man es glaubt. Ja? Natürlich verschwindet sie unter die Erde. Und wenn Neumond ist? Dann ist der Mond eigentlich gar nicht da. Der ist auch unter der Erde. Fakt 2. Nein, immer noch Fakt 1. Ja, wie ich schon gesagt habe. So schaut die Erde aus. In der Nacht, ich meine in dem Fall, ich bin nicht ganz zufrieden mit der Illustration, weil da gibt es keine Sonne. Das ist auch eine Überlegung. Mein Kollege von mir, auch sehr respektable Menschen, glaubt, die Sonne geht einfach aus. Und ist weg. Deswegen habe ich diese schlaue Animation gemacht. Der Kollege hat so eine Idee, aber ich bin nicht ganz da. Schauen wir uns Fakt 2 an. Da bin ich wieder, aber warum uns vorgenommen wird, dass die Erde rund ist. Ja? Wegen dem Kapitalismus. Leute wollen Geld verdienen. Und das tun sie mit Uhren, die automatisch die Zeit umstellen. Da wird viel Geld wegfallen, ja? Da wird wirklich viel, das ist auch eine gute Idee. Das sind Milliarden. Das ist auch der Hauptgrund, warum Leute heute ein Smartphone haben, wenn sich die Uhrzeit automatisch umstellt. Ja. Absolut. Flugzeuge können ja nicht hinten rumfliegen, ja? Also und unten rum. Also unter die Erde meine ich. Sondern sie fliegen dann so quasi, ich hätte jetzt gerne eine Illustration. rechts, das ist eine Lüge. Ja? Und links auch. Weil, ja, so schaut's aus. Also wenn man von... Oje, das ist Australien, ja. Wenn man von Australien nach Südamerika fliegt. Ja, man könnte einfach so direkt fliegen. So sieht gerade aus. Aber damit die mehr Geld verdienen, fliegen sie einmal so ganz unten entlang. Erzählen uns dann, das ist so weit, ja, um ein bisschen mehr Geld rauszuholen. Kapitalismus. Die große Lüge. Also die Uhren und die Fluggesellschaft. Das ist die falsche Richtung. Ja. Okay. Ich weiß nicht, was ihr Lehrer seid. Nicht Mathematik? Schade. Unterstufenmathematik. Man kann das mit Unterstufenmathematik erklären. Uff. Ha 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 ha
Ja, also ich habe gehört, also eigentlich ist es sicher, ich kenne Leute, die kennen Leute und die haben mir das aus verlässlicher Quelle erzählt, dass alle Unterstufen-Mathematik-Lehramtsstudenten quasi so zur NSA geholt werden für so eine Schulung. Und denen wird dann erklärt, wie sie alles so umdrehen, damit es irgendwie erklärbar ist, damit es auch irgendwie passt. Ja? Weil, sobald die Kinder ein bisschen wirklich nachdenken würden und niemand ihnen sagt, dass falsch ist, würden die wahrscheinlich selber drauf kommen, dass die Erde flach ist. Ich meine, wenn es ihnen nicht reicht, dass sie nur geradeaus fliegen und nicht runter. Und wenn es ihnen nicht reicht, dass alles flach ist. Ja, das ist die Lüge, die sie erzählen. Die Folie haben wir schon gesehen. 4 mit 11. Die Entdeckung Amerikas. Offensichtlich. Da haben wir wieder das mit dem Meer stehen. Ja? Ja? Ich meine, die Luft ist nie ganz klar, deswegen sieht man nicht unendlich weit und so, ist eh klar, ja? Irgendwann hört es auf und das ist nichts. Halt. Aber ab und zu gibt es einen Tag so klar, dass man von Spanien bis nach Amerika schauen kann. Und genau deshalb ist da irgendwer hingefahren. Weil wieso sollten wir irgendwo hinfahren, wo nichts ist? Ja, das ist, viele Leute sind gestorben auf den Schiffen und sehr krank gewesen. Aber sie hatten ein Ziel, ja? Sie wollten zu den Bergen da hinten. Ja, leider ist das nicht genau das Bild, was ich gerade erklärt habe. So, ich übrigens meine, so seht ihr die Kacheln? Sind überall so Kacheln? Also, wie das hier da hinten? Was soll ich, das ist ein Foto von meinem Badezimmerboden. Ich habe den so gefliest. Mit Scheiben. Ich meine, ja, ich muss aber sehen, dass er hinfährt. Man fährt nicht einfach ins Nix, das bringt nichts. Ja? Fakt 5, mittlerweile noch eine 11. Ja? Das wohl offensichtlichste ist wahrscheinlich, ich meine, das ist flach, oder? Das ist offensichtlich. Das ist flach. Ist schon einer runtergefallen? Wahrscheinlich. Werden wir davon erfahren? Nein. Wegen Kapitalismus. Wir haben wieder das Gleiche. Ja? Wenn Leute das wissen würden, das wäre schlecht fürs Geschäft. Ja? Weil Schwerkraft geht nach unten, wie wir wissen. Das heißt, am Ende, wenn kein Boden mehr da ist, fällt man nach unten. Vielleicht hast du Pech, es ist Nacht und du fällst direkt in die Sonne. Das wäre auch nicht. Dann haben wir den 6. Fakt, den ich ganz am Anfang erwähnt habe. Ist flach. Außerdem, ich meine, die Schiffe würden ja auch, wenn das da so rund wäre, würden ja rechts und links alle abdriften und runterfallen. Ja? Das wäre ja ungünstig. Ja? Wie sollen Schiffe in die Richtung oder von hier nach hier fahren, wenn sie da über den Hügel müssen? Das ist wieder die falsche Richtung. Wasserspiegel ist immer flach. Ja? Jeder war schon am Meer, nichts fällt in irgendeine Seite, alles flach. Da hat der Kapitalismus einen Fehler gemacht. Wasserwagen verraten. Sie müsst euch zu Hause jeder deine Wasserwagen. Ihr schaut sie an, legt sie am Boden und schaut, ob da ein Bogen ist. Ja? Wenn ihr einen Bogen findet, ist eure Wasserwaage wahrscheinlich sehr gut manipuliert worden. So, ich sehe, es gibt da super Reddits und Discord-Channels so für Flat Earther, wie mich. Ich bin mir sicher, ich habe mindestens die Hälfte von euch überredet, die andere Hälfte wird es schon noch lernen. Danke.